Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey, das Schicksal von Atlantis. Ich habe ja gesagt, dass ich das Outfit so eigentlich ganz cool finde. Ich habe aber jetzt mal wieder ein Tuch dazu gegeben. Bisschen mehr Assassin-Style. Irgendwie gefällt mir das. Ich weiß auch nicht warum. Aber das Ganze hat doch echt was. So, jetzt würde ich gerne die zwei Fragezeichen hier mitnehmen. Mit dem angefangen. Die Musik ist gerade auch so laut. Ich finde das auch spannend. Also alles Blut und Gedärme, aber dann bei Persephone alles mit Blumen und alles grün und alles schön. Ich kann die einfach random angreifen, aber warum soll ich das tun? Ja, ich sehe es. Also, ich glaube, überall anders finde ich das Outfit auch nicht geil, aber einfach dieses Düstere, das passt halt einfach voll hier rein. Und das mit dem Tuch dachte ich mir halt auch, mit dem dunklen Tuch über dem Kopf, fand ich ganz cool. Ich denke, wir werden für den Rest der Zeit auf jeden Fall hier so rumlaufen. Hallo? Ist das hier ein böser Ort? Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich ein Ort, an dem man mich nicht sehen möchte. Aber noch wird mir zumindest nichts angezeigt. Ja, wahrscheinlich gleich. Aber irgendwie wird mir das auch nicht als Sperrgebiet angegeben, oder? Ah, Gott. Gut, gut, die gut, Gegend gut. Wird gut bewacht. Ja, ja. Wäre ja auch so schön gewesen. Okay, der läuft jetzt wieder weg. Na, will mich jemand verschaukeln oder was? Na? Ich werde dich im Auge behalten. Seht ihr mich? Obwohl, noch bin ich aber auch nicht im Sperrgebiet, also von daher. Wenn ich hier ein bisschen pfeifen will, darf ich hier auch ein bisschen pfeifen. Kackpratze. Aber bitte alleine. Er sieht ja gar nicht nach. Scheiß Lügner, ey. Wie sieht's denn hier hinten aus? Sehr, sehr ruhig. Ja, dich will ich aber eigentlich nicht. Ach komm, ich bin noch so stark und so cool, kommt alle her. Kommt da nicht mehr hoch? Das ist aber traurig. Der kam da nicht mehr hoch. Das war aber traurig. Ja.
Ich hab noch nicht mal jemand mitbekommen. Ja, doch, die aufgewacht sind. Ja, aber da bis dann bin ich schon längst weg. So, beim nächsten Fragezeichen bin ich dann. Oh, fuck, sie verfolgen mich. Wie ungut. Ja, okay, aber so weit verfolgen sie mich dann auch nicht. Nee, das geht schon gut. Na, was ist mal hier? Irgendwelche Unterkünfte, alles klar. Eigentlich dasselbe wie eben. Nur ein bisschen anders. Ich sorge dafür, dass du nie wieder pfeifen wirst. Egal sein. Wenn er mir nicht im Weg. Nein, Dicky, steh doch nicht auf. Scheiße. Da waren auch welche hier. Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Da! Alter, das ist überhaupt nicht gut. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Wenn ich den Fetten zumindest noch getötet hätte. Ja, versteht mich, ich will es jetzt aber auch noch abschließen. Nicht damit gerechnet, dass da jetzt auch noch welche von denen sind. Ich habe sie ja nicht gesehen. Das kommt hinzu.
Mächtiges? Er war doch fast tot, come on. Da war er tot. Ah, cool, die haben das nicht mitbekommen. Ah! Okay, dann schnell gucken, wo ich als nächstes hingehe. Die beiden können mich mal. Ich wollte ja eigentlich zum Schmied. Na komm, jetzt. Jetzt muss es aber vorbei sein. Männer, es ist vorbei. Das sind immer richtige Männer. Nicht in die Lava! Das war knapp. Jude! Ah, ich sehe, du hast Geschmack. Hm, danke. Ja, gravieren will ich auf jeden Fall auch vorher. Ich habe die anderen Sachen zwischen dieser und der letzten Folge, also alles, was blau war, einmal kaputt gemacht. Jetzt wird erstmal wieder verkauft. Die habe ich doch gerade gar nicht an. Naja. So, dann schauen wir mal. Verbessern wird jetzt, glaube ich, nicht. Das ist ja wahrscheinlich alles so ein bisschen auf 72. Ja, das ist schon in Ordnung, aber gravieren müssen wir halt. Da haben wir schon. Da haben wir auch, da haben wir noch nicht. War 10% maximaler Gesundheit in Talerausrüstung. Faszinierend. Okay, was machen wir denn? In den Kopf. Kritischer Schaden finde ich eigentlich immer gut. Kann man noch nie genug von haben. So, da haben wir die Schienen. Ja, dies mit den Rissen ist eine tolle Sache, aber Attentatschaden ist mir dann doch lieber. Hm, 2% des angerichteten Schadens als Gesundheitsbonus. 20% Gesundheitsbonus nach tödlichen Treffer. 15% auf alle Widerstandswerte. Das finde ich ganz gut. Das machen wir mal. Oh, ich war noch nicht fertig. Ich glaube, ein bisschen was kann ich noch. So, Kopf hatten wir, Arme hatten wir. Röckchen. Gut, das ist nicht so spannend. Kritischer Treffer. Kopfschussschaden. Gesamtrüstungswert. Kriegerschaden. Was haben wir denn hier schon an? 21% Attentatschaden. Mehr Gesundheit, mehr gut. Ich weiß, ich habe eigentlich schon echt viel Health, aber mehr Gesundheit, mehr gut. Apropos, ich habe auch immer noch Punkte, die ich verteilen muss. Das können wir danach einmal machen. Ich kann ja noch, ne? Ja, danach ist mein Leder zwar fast leer, aber das ist in Ordnung. Was habe ich hier unten? Alle Pfeile durchschlagen Schilde. Hm, das ist nicht schlecht. Feuerschaden. Kriegerschaden. Das ist mir jetzt aber eigentlich auch ein bisschen zu speziell. Wo ich jetzt nicht unbedingt... Ach, mehr Kriegerschaden, mehr gut. So. Puh, dann hätte ich jetzt erstmal wieder an alles was reingehauen. Nee, anderes was brauche ich gerade eigentlich auch nichts. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Ich danke dir sehr für deine Hilfe. Wie viele sind's? 5. 5. Gesundheit hatte ich ja mittlerweile voll, ne? Gab einen kritischer Schaden. Da hatte ich tatsächlich ab und zu das Gefühl, dass ich das gemerkt habe, dass ich da mehr Prozent kritischer Schaden habe. Deswegen habe ich da direkt noch einen rein. Also, kritischer Treffer gönnen wir uns auch nochmal 2. Das erhöht sich sehr langsam. Aber gut, das soll ja auch fair bleiben. Einen habe ich jetzt noch. Guck ich mal bei Attentäter, Attentatschaden vielleicht nochmal ein bisschen. Ja, komm. Gut, dann brauche ich jetzt mal kurz die Karte. Ich will hier runter. Lass mal ein bisschen Fragezeichen mitnehmen. Gut, haben wir jetzt eigentlich auch schon die ganze Zeit.
ganze Folge über. Eigentlich sollte ich jetzt mal wieder ein bisschen wirklich questen. Gucken wir einfach mal. Vielleicht sind das ja schnelle Fragezeichen. Diesen riesigen Dinosaurier-Knochen. Das sieht so geil aus. Ich weiß, ihr findet das hier alle nicht so geil. Für immer würde ich ja auch nicht bleiben wollen. Ein schöner Urlaubsort, so Abenteuerurlaubmäßig. Ah, okay. Da sehe ich schon Dinge, die mir nicht gefallen. Ein Riss? Nee, ist ja nicht so. Ah, das ist dann so ein Hin- und Hergewechsel wieder. Ich schaffe es zumindest heimlich rein. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. So, ihr seid jetzt alle. Und ihr seid nicht. Nicht funktioniert, okay. Au! Ihr Pisser! Give me a fucking break! Ja, du bist besonders scheiße. Der Riss ist noch nicht durch. Das ist ja gemein. Jetzt steht er immer noch, Alter, ich kotze. Ich habe vergessen, wo der Riss ist. Da oben, da oben, da oben. Oh Gott. Los, komm hier hoch. Ah, das ist halt echt nervig. Aber gut nervig. Fordert nervig. Ja, lol. Geht doch. Der leblose Teich ist jetzt wirklich endlich leblos. Okay, Karte. Ah, links von mir ist nur eins. Ah, komm. Nee, das ist genauso nervig. Oder nerviger.
jetzt hier hin? Wenn das schon so ein Aufstieg ist. Ja, ich weiß, ich habe schon wieder Fähigkeitspunkte. Das geht viel zu schnell. Ich habe doch gerade erst... verteilt. Ist das was? Oder bin ich jetzt umsonst hingelaufen? Oh! Elysium-Durchbruch. Okay. Aber so wirklich was für mich ist hier nicht. Nee. Der Durchbruch für Elysium. Na, Schubi, dann hat sich das ja voll gelohnt, hier lang zu laufen. Und wieder zurück. Das war jetzt eigentlich mal so eine willkommene Abwechslung. Mir gefällt es hier immer noch sehr gut. Aber so ein bisschen vermisst man das Grün und das Vögelzwitschern aus dem Elysium vielleicht doch ganz leicht. Zumindest ich. Das denn direkt hier oben zu bleiben? Dann hätte ich hier die Ecke zumindest abgehakt. Und dann können wir immer noch wegen der Quest gucken. Dann war das eher wieder so ein bisschen Erkundungsfolge. Aber das muss ja auch mal sein. Höhle, ne? Dann lass doch erst, wo auch immer er ist, den Synchronisationspunkt machen. Boah, ey. Das ist zu viel gelaufe. Die Leiter. Ach, jetzt ist auch egal. Komm, ich will da hoch. Ui, was ein Akt. Immer noch genauso schön wie beim ersten Mal. Oh, da ist mein Pferd. Ich sehe es leuchten. Den auch. Vergessene Grabstätte. Alle anzeigen, aber gut, dann halt nicht. Ah. In dieser Gegend muss ich besonders. Gut, da komme ich dann wieder raus. Verstehe, verstehe. Ist hier noch was? Nee. Ach, besonders vorsichtig, mein Ass. Sagen, der lebt noch, aber nicht.
So viel zu vorsichtig. Da kam ich nicht her, ne? Muss die ganze Schätze halt noch finden. Wieder so leicht Ausgang, deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. An der Scheißschlange vorbei. Direkt in eine Falle rein. Wie gemeint ist es denn? Und schon wieder eine Schlange. Und er hört. Warum sind die immer zu zweit? Ich denke ständig, okay, ich hab's. Und dann kommt da die nächste Kackschlange. Leg dir direkt die nächste daneben. Sind wir hier? Das sind aber alles nur kleine Weiße. Ich euch jetzt beide? Nee, dich hatte ich. Ich lauf. Ja, einer ist noch da, aber. Jetzt gibt's Schlangen unter Wasser. Schlangen? Ich war fast ein bisschen enttäuscht. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich da hinkomme, weil das war ja von der anderen Seite versperrt. Nee, sieht ein bisschen danach aus, aber nee. Kam ich unten weiter? Also unter Wasser? Ja, Tatsache. Cool. Ja, nehme ich auch noch mit. So, jetzt wird hier mal ordentlich geludet. Ja. Muss ich hier denn irgendwas bewegen? Hm. Rührt sich nicht. Ist was im Weg. Warum kann sie es denn nicht? Aber eigentlich müsste ich ja auch jetzt hier durchkommen oder bist du zu fett dafür? Nee, es hat funktioniert. Sehr gut. So, Schlange. Werde ich jetzt mit einer Schlange belohnt? Keine Schlange. Also, da gucken, wie ich wieder rauskam. Ich habe so Angst, dass es wie beim letzten Mal endet, wo ich mich völlig verlaufen habe. Bei so einer Grabstätte. Aber das war hier oben, ja.
sollte eigentlich reichen. Cool. Sind wir jetzt halt echt bei einer halben Stunde. Wir nehmen die Quest gerade noch an. Die ist ja jetzt direkt um die Ecke. Damit wir zumindest erfahren, womit es dann in der nächsten Folge weitergeht. Ich höre. Ich habe noch vage im Kopf, dass es um eine Dame geht, der wir helfen sollen, weil sie glaubt, dass sie immer noch todkrank sei. Ich freue mich natürlich gerne über Details. Welchem deiner verlorenen Toten soll ich noch helfen? Oh, was bist du doch für ein tüchtiger kleiner Fleischling. Sag mir, wie lief es mit dem Athena? Ich habe ihm von der Seuche erzählt. Du hast beschlossen, eine bereits leidende Seele zu quälen. Er liebte Athen und die Menschen dort. Aber er musste die Wahrheit erfahren. Ah, die Seuche. Geschäftige Zeiten. Mir kam dabei sogar jemand abhanden. Eine Frau, deren Familie sie nicht verbrennen konnte. Also steckt sie hier fest. Sie wandelt nun in den Fluren des Gangs der Seelen. Noch immer von der Seuche befallen. Thanatos Scheiterhaufen kann die Toten reinigen. Aber der einzige Weg, diese Tortur zu überstehen, ist der Verzehr einer Aphodilblüte. Eine Aphodilblüte? Mein kleiner Fleischling hat Glück. Durch all das Chaos, das du verursacht hast, gibt es einen Durchbruch von der Unterwelt ins Elysion. Dort könntest du eine Blüte finden. Da war ich doch gerade erst. Warum ist diese Aphodilblüte so besonders? Alles aus dem Elysion, diesem ekelhaft perfekten Paradies, hat segensreiche Eigenschaften. Ich hole die Blüte und bringe sie sicher zum Scheiterhaufen. Sei bloß vorsichtig. Etwas so Seltenes wie eine Aphodilblüte wird dort sicherlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also in dem Schacht, also da hinten in dieser Lücke selbst war es eigentlich einigermaßen ruhig, nur davor tummelten sich ein paar nicht so coole. Ob die jetzt wieder da sein werden, ich hoffe natürlich nicht. Aber wir wissen dann zumindest, wo wir hin müssen. Genau, da oben, da machen wir uns dann auf den Weg in der nächsten Folge hin, um diese Blume zu holen. Jetzt hoffe ich aber erstmal, dass euch diese gefallen hat und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.